Frage. Hallo Wladimir, du bist weiterhin in Moskau. Es gehen hier so die Meldungen um, dass schon viele Russen, vor allem Intellektuelle, das Land wegen des Krieges oder der Militäroperation verlassen haben aus Kritik. Ist denn da was dran oder wie ist in deinem Umkreis? Erstmal grüß dich und danke für deine Geduld und deine Arbeit. Müssen wir weiter sowas machen, damit wir bauen Brücken, Ja, Verständnisbrücken, genau. und auch brechen wir diese Blockade, weißt du? Weil ich habe an die jetzt auch erstmal eine Frage. Aber was betrifft Intellektuellen und so weiter? Es war in Anfangsphase, dass die berühmten Leute von Showbusiness teilweise sind irgendwo nicht mehr da gewesen. Es war Welle von wir wollen Frieden, weißt du, Herzchen à la Instagram und so weiter, no war, aber es war nicht so beeindruckend, sagen wir so. Die Nawalny damals hat viel mehr Aufmerksamkeit im Mediennetz gebracht und so weiter. Aber da gibt es genug Leute, welche sind als Sänger und die sind populär, von Altgardie, von Neue, irgendwie weg. Auch die Skandalosen sind weg von den Flächen. Aber wenn ich fange an zu rechnen, ich persönlich schaffe vielleicht 5 bis 10 Leute. Und das ist, muss man sagen, das ist nicht nur berühmte Leute, es ist reiche Leute, welche haben Immobilien, welche haben YouTube-Kanäle, welche in Russland funktionieren nicht und die machen es weiter und YouTube bringt bestimmt weiter Geld bringen, weil die haben Publikum nicht nur direkt in Russland. Es ist, was betrifft Showbusiness. Gibt es auch diejenigen, die hat gesagt, nein, Russland, ich bin da, ich bin nicht weg. Gibt es einige, wer sagt, ich war in Urlaub oder ich fliege nach Israel. Es ist Urlaub oder gesundheitliche Gründe. Das heißt, man bricht nicht ganz Beziehung. Gibt es auch richtig berühmte Leute, welche haben gesagt, Moment mal, ich gehe jetzt erstmal weg. Und da gehört, sagen wir, unter Berühmte, weißt du, wie immer Schauspieler, Musiker, finde ich, die sind im Top 20 da gewesen. Und da kann ich bin nicht besonders gut in der Musikbranche, aber 3 bis 5 Namen kenne ich natürlich. Interessant ist nicht, ob die sind abgehauen, interessant, wie man hat diese Sache angenommen, weil ich finde, es in russischer Gesellschaft gibt es dominante Meinung, dass die in schwierige Zeit für Land, man sieht, was kostet tatsächlich Land als Heimat und so weiter. Und sage ich so, eben Talkshows und so weiter, in Diskussionen, man deutlich sieht Meinung, dass das zwar nicht fair zum Land, aber man soll Verständnis haben, beispielsweise für diejenigen, wer war immer Pazifist, wer war immer friedlich, wer war in irgendwelche Stiftung für Leute da und das hat zu tun mit Wohltätigkeit. Das, was betrifft Showbusiness, was betrifft intellektuelle Wissenschaftler, da kann ich dir sagen, ich habe kein riesiges Echo nicht, ob die da sind da. Muss ich sagen, dass ich weiß nicht, aber in Deutschland, ich denke auch kaum weiß die Leute, dass Deutschland beispielsweise hat einen Weg aufgemacht für die Deserteure, Deserteur, man sagt, ja, von russischer Armee, dass die können genießen sofort Asyl in Deutschland. Und die Thema ist, ich denke, gesunken in Deutschland und in Russland, man spricht darüber nicht. Bestimmt ist es als Vorschlag, ist eine Blamage für diejenigen, wer hat diesen Vorschlag ausgedacht, weil ich sehe keine Reaktion. Was betrifft Wissenschaftler und so weiter, es ist so, beispielsweise Schachspiel, wenn man ist berühmt als Schachspieler und dann sagt, Geld oder meine Follower, Miris oder wie war das? Dieser Schachspieler, Champion, Weltmeister hat gesagt: Mir ist Liebe von meinen Heimatsleuten ist wichtiger als Geld. Verstehst du? Das heißt, ich kann dir nicht bestätigen, das hieß Massenflug irgendwelche. Na, es war berühmte Leute, wie immer von Showbusiness.
Es war Sportler, welche sind teilweise, weißt du, liegt davon bestimmt bei Verträgen oder sowas, keine Ahnung. Was betrifft wissenschaftliche Kreise, ich habe nichts gelesen, nicht mitbekommen, dass irgendwelche Erpressungen gibt es oder Druck für die Leute. Nee, kann ich nicht bestätigen. Ja, umgekehrt schon, weil es werden ja viele Wissenschaftsprogramme im Westen werden ja gecancelt, sodass dann keine Russen mehr kommen können. Da als Fluchtwelle, und ich kann dir anders sagen, dass die Russen, gibt es Umfrage, ich habe sie vor kurzem gesagt, ich habe keine Umfrage, da kann ich nicht sagen, ob die Russen stehen hinter Putin, ob die verstehen diese Vorgang, und jetzt gibt es mehrere Umfragen von Kollegen von Radio bis tatsächlich soziale Forschungen, und ich kann dir sagen, wenn die Zahlen auch werden um 20%, sagen wir so, falsch interpretiert, die meisten Russen stehen hinter Heimat. Muss man sagen, deutlich. Gibt es jenige, wer sagt, natürlich mich interessiert nicht? Kaum. Wollt ihr Frieden? Alle. Ich sehe auch die Umkehrung in Gesellschaft tatsächlich, ganz wichtige Umkehrung, dass man hat, sage ich so, verstehe mich auch richtig, ich zitiere nur, dass man hat Verständnis für russische Vorgang. Das heißt, nicht das Propaganda wird es ständig drücken, dass du sollst es wieder weiter laut sagen. Und sonst du bist in Gesellschaft irgendwie schwarze Schafe, oder sowas. Nein, die Leute tatsächlich tippen so, denken so. Die sprechen das. Es ist nicht nur Kuchengespräch, es ist überall, weißt du. Du fährst ein Taxi und ein Taximann fragt, na was, hat die Ukraine Waffen niedergelegt, muss man ein bisschen schneller Frieden machen. Aber die Russen machen das gut, weißt du. Das heißt, er kommt aus Kasachstan oder Kirgisistan und spricht Russisch mit Akzent. Er hört Radio und er ist, wie sagt man, Stadtpsychologe. Er fährt Leute da. Und du gehst im Laden, du kaufst was und man fragt mich, was denken Sie, wann ist Krieg vorbei? Aber noch ein wenig, wir müssen verstehen und du siehst, es gibt es Verständnis auf logische Weise. Es ist Verständnis, nicht einfach wiederholen irgendwelche Mantren, gut, schlecht, weiß, schwarz, nein, die verstehen. Und fast niemand spricht mehr über NATO. Man lacht aus von Biden und seine vermasselte Sprache, dass er schon wieder was hat Blödes gesagt. Man spricht über die Offensive oder militärische Vorgang im Sinn, dass wieso so langsam. Ich höre nicht, dass man soll weggehen. Ich höre ständig, wieso so langsam ist. Und dann gibt es tatsächlich auch Erklärung, wieso ist so langsam. Das Militär versucht, Zivilopfer vermeiden. Das geht gegen Militär, das geht gegen und so weiter und so weiter. Ich werde jetzt nicht wiederholen. Aber auch im Umfrage, man will, das wird es schneller, aber man will nicht, dass die Russen verlieren das. Aber was würde denn heißen, dass Russland gewinnt? Was würde das bedeuten? Was stellen sich die Leute vor? Also soll dann Ukraine besetzt sein oder soll... sag ich so, in meinem Umkreis, niemand will, dass Ukraine wird besetzt. Wenn ich spreche über Umfragen... Niemand will, dass Ukraine wird besetzt. Aber wenn du dann zu sprechen, dass Ukraine soll Denazifikation durchführen wie Deutschland nach Zweiten Weltkrieg, dann fängt an eine Diskussion. Wie soll man das machen? Ob es ist tatsächlich wahr? Es ist wahr, aber es ist wahr, Militär und Eliten in Politik haben uns verarscht mit diesen alle Äußerungen. Es ist tatsächlich, muss man für das erobern, ganzes Land. Aber niemand steht unter die Frage, diese Denazifizierung, diese Denazifikation. Das Nazi-Thema in Russland ist, Nazi-Thema in Ukraine, in Russland, man diskutiert so, dass man hat Verständnis, dass diese Nazifizierung soll
bis Ende sein. Da sehe ich Mehrheit, auch Umfrage sagen für sowas. Was betrifft diese Nazi-Gespräche, sage ich so, ich bin in Live-Sendung, habe nicht einmal, habe schon mehrmals die verschiedenen Meinungen miterlebt. Ich war auch drin in Diskussion, was die Leute da sagen. Soll man beispielsweise Lemberg erorben? Soll man letzte Nazi in Ukraine aussuchen? Gibt es Unterschied zwischen Nazi und Bevölkerung? Ist Armee heutzutage getrennt von Nazi-Azov-Bataillon, weil da gibt es keine Zweifel, dass es eine extremistische, terroristische Nazi-Abteilung und so weiter, ob die tatsächlich heute mit Nazi zusammen oder ist es strukturell unmöglich, damit man tatsächlich gibt Mühe, darüber zu sprechen und denken. Soll man dann Lemberg annehmen, Lviv, meine Heimatstadt, welche war heute nochmal bombardiert oder nicht? Verstehst du? Und da sehe ich auch riesige, es ist getrennt in diese riesigen Diskussionen, dass es Bevölkerung hat nichts zu tun mit dieser Maschine, welche war teilweise Undercover, teilweise war Obercover, teilweise hat gewirkt auf Regierungs, teilweise man hat gemacht, dass man sieht es nicht, besonders im Westen übrigens, dass die sagen, dass sowas nicht passiert. Und schon wieder, ich kann dir sagen, dass diese Gesellschaft hat Verständnis für Vorgehen. Es ist ganz wichtig, verstehen Russen jetzt. Das heißt, die lassen Putin nicht allein, diesen Wunsch, dass es Krieg nicht Bevölkerung kriegt. Nein, Putin ist nicht allein zurzeit. Das ist, muss man das auch verstehen. Das in russische Augen, es läuft ein bisschen anders. Aber letzte Frage, gibt es aber nicht in Russland auch Nazis? Also, und wie verhält man sich dann dazu? Meinst du russische Nazi oder russische Nationalisten oder tatsächlich nationalistische Faschisten? Ja, die so in Richtung Neonazis gehen, ja. Guck mal, wenn man zeigt Nazi aus Ukraine, man sagt Hakenkreuz und so weiter. Hm. So. Es ist als Beweismittel, es ist schon da. Wenn man spricht über russische Nationalisten, dann muss ich dir was sagen. Die Nazi, es ist Strafgesetzbuch sofort ist im Spiel. Es ist Unterschied zum Ukrainer. Zweitens, ich habe nie erlebt noch die Nazi-Marsche in Moskau oder in Russland. Ich denke, es ist auch unmöglich einfach. Wenn es gibt es irgendwelche marginale Undercover, kann ich mir gut vorstellen, die Verrückten sind im weltweit. Aber wenn du sprichst über nationalistische, aber nicht Nazi im Sinn Hakenkreuz, Faschismus und so weiter, Mein Kampf und so weiter, sondern richtig Nationalisten, welche sind auf Heimat eingestuft, aber pur nicht mehr liberalisch oder pur nicht mehr multikulturellisch, pur nationalistisch. Ich kann dir sagen, dass in Russland gibt es mehrere Begriffe und Nationalisten in dem Sinn sind im Spiel, im Sinn von Heimat, Unterstützung und so weiter. Dann Bevölkerung und auch, sagen wir, mehrere Speaker, mehrere Experten, die sind heute richtig von der Mitte, diese gesunde Balance. Die sind natürlich in diese konservative Heimatwahrnehmung auch im Interesse nur Russland und pur Russland, dass Russland ist nur für Russen und Russland ist groß, weißt du, es ist Wahnsinn, aber diejenigen, die waren im tschetschenischen Krieg auf verschiedenen Seiten, da Kämpfer und sind da Kämpfer. Die kämpfen heute zusammen in Ukraine und eine Seite kriegt, sagt Allah Akbar und die andere sagt Akbar Allah. Verstehst du? Und die alle sind Russen. Und das heißt, Russen hat eine Stadt als mehrere Nationen, aber als Stadt Russen hat heute, sage ich so, wirkt auf mich ein bisschen mit neuer nationaler Idee, welche ist nicht geboren, sondern ist schon da. Und jetzt wird das entwickelt. Natürlich ist es konservativ bis zum Gehtnimmer, aber nicht Nazi in dem Sinn von Hakenkreuz. Verstehst du mich auch? Naja. So, aber weißt du, ich habe bis jetzt, es ist schon 50 Tage, ich habe weiter Kampf mit meinen Klassenkameraden. Ich habe ihm geschickt dieses Video, wo in ukrainischen Fernsehen man zeigt Nazi Eichmann und der dieser Journalist ruft Russen und bringt Kinder auf. Und er sagt mir, nein, es ist fake. Es war in Moskau fake gemacht extra, damit man denkt, dass die Ukrainer sind Nazi. Das ist schwierig zu erzählen, dass man versucht, Heimat zu schützen, die
Armee wird auf eigene Weise, sage ich so, und auch Schutzheimat, aber die Nischen, wo ist Nazi, wo ist nicht Nazi und wie wird diese Denazifikation, weil es Bedingung von Russen steht. Hm. Da muss ich sagen, in Russland ist voll klar, das ist Tatsache. Und in Russland ist auch klar, dass Westen tut so, das ist kein Problem, das ist nie gewesen, dass die Ukrainer sind ganz gute Bevölkerung, die Ukrainer sind gute Bevölkerung, aber da war dieser Kern von Nazismus, von faschistischem Nazismus. Und da in Russland gibt es keinen Zweifel. Aber Vorwurf auf Westen, das Westen versucht immer so stellen, dass Zivilleute, ganz normale Europäer, wieso dieses Gespräch wird in Westen runtergespült, gibt es mehrere Versionen. Aber ich denke, hier sind Russen vorne gegangen und gewinnen mindestens auf eigenem Gebiet, wo diese Diskussion ist, findet statt. So. Okay, Wladimir. Okay. Dann hören wir mal für heute auf und schauen mal, dass wir die nächsten Tage wieder zusammenkommen. Ja? Ganz kurz. Ja. Kannst du mir bestätigen oder nicht bestätigen, dass die in deutschen Medien sind auch zurzeit, man sieht nicht einseitige Berichte, sagen wir aus Ukraine, pro-Ukraine, sondern man spricht auch über, was sagt in Russland Verteidigungsministerium, was sagt die Donetsk, Lugansk, diese selbstgenannte Republiken und Anerkannten von Russland. Das man hat zitiert jetzt und damit Journalismus hat wieder ein bisschen nach vorne gegangen, weil Objektivität ist da oder Interesse, keine Ahnung. Es ist ein bisschen stärker, aber das Gewicht liegt natürlich schon eher auf der ukrainischen Seite und auf der Kritik an Russland. Aber es wird hin und wieder gesagt, also man kann die Aussagen nicht überprüfen. Das kommt von ukrainischer Seite. Und, von den Volksrepubliken kommt eigentlich, hört man eigentlich hier wenig. Und natürlich wird auch mal gesagt, was sagt Putin oder was sagt Lavrov zu dem oder jenem. Aber es ist dann doch eher das, was man es halt machen muss, eigentlich, um eine gewisse Objektivität darzustellen. Aber es ist nicht wirklich ausgewogen, würde ich sagen. Okay. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald. So. Das machen wir ja. Okay, ciao. Ciao.